Recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Europa Universalis 4. Und wie man da oben links sehen kann, sind das die Irokesen, die ich ausgewählt habe. Ich habe mal gedacht, wir starten nicht in Europa, sondern wir nehmen einen Indianerstamm. Und das sind die Irokesen in Nordamerika. Gut, wir haben hier so vier Ländereien, wir haben keine Nachbarn. Das heißt, wir müssen erstmal zusehen, dass wir wirtschaftlich auf die Beine kommen. Dass wir zusehen, dass wir expandieren dürfen. Und ja, dann geht's weiter vorne. Erst vorher eigentlich nicht. Gut, und ja, ich weiß nicht, ob das was taucht oder nicht. Vielleicht gibt's ein paar Ratschläge von euren Seiten. Müssen wir mal schauen. Gucken wir erstmal hier, was wir hier so als Rivalen auswählen können. Die Huron. Ja, kenne ich nicht, weiß gar nicht, wo die sind. Müssen wir erstmal gucken, ob wir die hier auf der Karte überhaupt finden. Ah, das sind diese hier. Und die anderen sind die... Ah, warte mal. Erstmal müssen wir gucken, wo sie sind. Sind sie das? Nein. Ich finde sie jetzt nicht so schnell. Man kann sie auch so schlecht lesen, wenn die so klein sind, ne? Mobi... Das sind diese hier, oder? Ja, okay. Sind sowieso uns alle nicht so sehr erfreut darüber, dass wir da sind, ist klar. Machen wir erstmal. Und andere Wahl haben wir ja sowieso nicht, aber ist ja auch nichts Schlimmes in dem Sinne. So, wir haben jetzt das geschafft schon mal. Was können wir noch machen? Ein Beraterplatz ist frei. Ja, da denke ich mal, gucken wir mal hier rein. Jährliches Prestige plus 1. Alter sind die alle 30. Der erste ist wahrscheinlich zu... wir müssen erstmal gucken, was haben wir überhaupt an Geld zur Verfügung. Aha, 1,92. Ich denke aber, wir sollten schon gucken, dass wir da uns steigern. Prestige oder Inflationsreduktion? Naja. Und das Prestige ist ja vielleicht... auch nicht verkehrt, ne? Oh, das sieht ja auch schon sowieso ganz schlecht aus im Jahr. Das würde bedeuten, wäre sinnig, das vielleicht zu nehmen. So, wie sieht's jetzt aus? Da müsste ein Plus sein, ne? Genau. Gut, unser Prestige wächst also. Das ist schon mal gut für uns. Beraterplätze sind noch frei. Ist klar, wir haben noch keine Mission. Wir wollen das Prestige verbessern. Haben wir also eine Mission. Und wir können noch einen Anführer dazu holen. Ja, der war aber kostenlos. Gut, da haben wir ihn. Dann sollten wir ihn gleich der Truppe vorsetzen. Der ist gar nicht mehr so schlecht. Für den Anfang. Gut, dann haben wir das auch. So, wir haben 38 plus da oben. Schauen wir nochmal rein hier. So, das ist klar. Nachfolger haben wir nicht. Aber wir sollten... dies als Schwerpunkt auch nehmen. Hier ist klar. Und finanziell sind wir jetzt bei plus 0,92. Das reicht erstmal, dass wir mehr Geld kriegen. Hier geht's weiter. Achso, wir haben ja auch zwei Händler. Da müssen wir vielleicht mal die Handelskarte erstmal angucken, wie hier die Handelsströme sind. Hier sind wir. Und der Handel fließt nach hier oben ab. Und wir gehören auch zu dem Gebiet. Haupthandelshafen. Das ist der St. Lorenz Golf. Okay, dann senden wir den da mal auch hin. Und ja, machen wir mal das. Der ist unterwegs und das ist wo? Aber er spielt auch... nee, warte mal, wir nochmal abbrechen. Das ist dort unten. Da könnten wir den Handel abschöpfen. Und noch dort oben schicken. Aber unser Einfluss ist da ja auch nicht gerade der größte, ne, oder?
18%. Und unser Handelseinfluss 18. Ja, sollten wir vielleicht sollten wir das hier machen. Den nochmal zu. Den nochmal auf. Senden. Und wir übertragen den Handelseinfluss. Ja. Das ist erledigt erstmal. Hier können wir definitiv auf 3 stellen. Und ja, wir übertragen jetzt den Handel nach hier oben wohl hin. Und da schöpfen wir etwas ab. So, hier ist 0,9. Gucken wir weiter, das haben wir gemacht. Ja, hier. Monarchie oder Republik, okay. Feudalmonarchie. Hier geht noch nicht, erstmal nix sowieso. So, hier. Nationale Ideen brauchen wir 5. Haben wir aber noch nichts, ne? Ja, da müssten wir dann hier. Expansionistische Ideen oder Entdeckerideen haben. Ich denke aber, wir würden dieses hier nehmen, das würde Sinn machen für uns, ne? Gut. Stufe 1 haben wir erst nationale Ideen, da müssen wir jetzt erstmal vorwärts kommen. Prestige hatten wir da ausgewählt, hier. Alles okay, Stabilität. Ja, 167, ja, Stabilität zu steigern wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber warten wir erstmal ab, würde ich sagen, oder? Der Papst interessiert uns nicht, aber den gibt es ja auch nicht. Totemismus. Okay. Okay, alles gut. Staatsreligion ist klar dann. Heretiker und ja, Ungläubigen. Wie ist unser Limit? 6 von 8, aber ich glaube, wir sollten noch keine weiteren Einheiten ausheben. Ja, damit haben wir das schon mal alles geklärt. Im ersten Moment läuft's. Hier sieht es jetzt nicht so ganz so doll aus mit 0,98, aber wir haben da oben schon mal mehr. Da ist ein wichtiges Inlandshandelszentrum, okay. So, das ist unser Land. Gucken wir mal, was wir steigern können. Ja, wir können jetzt hier 65 Verwaltungen eingeben, um hier was zu steigern. 0,08 ist die monatliche Steuereinnahme hier. Und da auch. Oder ist das allgemein? Wahrscheinlich, ach hier ist es, Quatsch, da ist es. 25, 16, 25, 16, okay. Wenn man das jetzt hier steigern würde, dann haben wir da 33. Wenn wir es hier steigern, dann haben wir wahrscheinlich da 25, ne? Genau so ist es. Und dann machen wir da auch noch höher und da können wir nicht mehr. Gut, damit kriegen wir ein bisschen mehr Geld zusammen. Ist dem so? Ja, 1,16 haben wir jetzt schon. Also wir müssen jetzt wirtschaftlich erstmal hier ausheben. Und wer ist das? Sind die schon so weit expandiert oder habe ich da jetzt was falsch gesehen? Okay. Stellen wir die mal da an der Grenze. Von der anderen Seite haben wir ja nichts zu erwarten. Ja, vorübergehend. Vielleicht kommen die ja mit Schiffen an. Das könnte ja auch noch sein, ne? Wäre ja auch noch hier möglich. Wir könnten mit Schiffen hier rüber, ne? Und weiß ich nicht. Okay. Gut. Ja, was haben wir noch? Da geht's um Produktionsfaktoren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Verwaltungsmacht und hier, ja. Hier haben wir dann Soldaten, ne, oder? Ja, und das ist jetzt nicht entscheidend. Gut.
Ja, was machen wir? Da ist noch 16, da steigern wir gerade erstmal. Das hatten wir ja noch vor. Gut, dann sind wir überall eine Stufe höher geworden. Dadurch sind wir finanziell etwas besser gestellt. 1,20 jetzt. Die waren da eben noch nicht, oder? Ist ja interessant, ne? Da gründen sich jetzt welche, oder wie sehe ich das? Aber hierfür müssen wir Eroberungsfähigkeiten haben, die wir noch nicht haben. Na, dann gehen wir doch mal wieder hier zurück. Ja, was machen wir mit denen hier und mit denen da? Sollen wir die mal zu Freunden erstmal machen oder so? Vielleicht bringt das was. Hab ich da irgendwie aus Versehen gerade drauf gedrückt? Wahrscheinlich. Die sind mit uns positiv. Und die sind mit uns negativ. Okay, Unzufriedenheit in der Bauernschaft, Konflikte und Proteste über Steuern, Grausamkeiten und Grundbesitz, Ausbeutung und Zölle häufen sich und können sich sehr negativ auswirken, wenn wir die Situation nicht so abkommen aus angehen. Da verlieren wir Geld, da verlieren wir halten Prestige und verlieren Stabilität, aber Stabilität ist null, das wollen wir nicht. Machen wir das. So, ich glaube, wir gucken mal, dass wir hier mit denen handeln. Handeln, sage ich schon. So eine Bündnisgeschichte eingehen. Geht noch nicht. Das heißt, Beziehungen verbessern. Mit denen verbessere die Beziehung, weil mit denen sind wir sowieso bald im Clinch. Höchstens, wir schicken den zweiten dahin und verbessern auch die Beziehung. Obwohl. Ja, ist die Frage, wie groß sind die, was können die, wenn man einen Krieg... Die haben keine Verbündeten, das heißt, wir können die auch mal gerade überrennen, ne? Wenn wir sie überrennen können. Würde gehen. Ja. Wir können noch zwei Einheiten ausheben. Das ist die Frage, was sie uns kosten. Und... Das sind ja die indianische Bogenschütze. Kostet nur 0,1 im Monat. Okay, das wäre also möglich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir zwei Truppen. Da und da. Und dann gehen wir los, oder? Können wir die unterwerfen, oder? Aber da müssen wir erst einen Anspruch fingieren dann. Oh oh. Und das können wir nicht. Das ist ja interessant. Ja, wie geht das? Gute Frage, ne? Ziehen wir da erstmal alle zusammen. Anführer immer. Zusammenkommen. Und wir greifen einfach an, oder wie? Das geht aber nicht. Krieg erklären also. Kein Kriegsgrund. Wir wollen trotzdem Krieg. Stabilitätseinbruch, weil wir einen Krieg erklärt haben. Alles klar. Machen wir das erstmal. Egal. Ja. Wir sind ja aufgerieben. Und wir haben den Krieg gewonnen. Und da können wir da hinterherlaufen. Und dann haben wir sie wieder betreten. So, dann zurück. Und schauen, was wir da machen können, ne? Können wir da irgendwie... Ja, müssen wir abwarten. Machen wir mal.
Ja, was passiert? Gute Frage, ne? Wir haben da noch eine relativ gute Moral, oder wie sehe ich das? Ja, gut. Wasser ist auch knapp. Okay. Ach, das sind die. Das ist ein Kriegsgrund. Okay. Sehr interessant. Verbesserung stoppen. Ja, dann... Ah, das haben wir auch gerade geschafft. Das passt ja dann. So. Dann machen wir gerade Pause. Machen wir Frieden. Achso, da sind wir jetzt falsch. Da sind wir da richtig. Da müssen wir nochmal raus. Da rein und dahin. Und dann das. Ja. Forderung senden. Wir haben die Pause noch drin. Die müssen wir erst rausnehmen, damit was passieren kann. So, roll auf. Gut. Dann machen wir mal eine Pause nochmal rein. Was ist da reingekommen? Aha, ein... Wer sind denn die? Wo sind die? Ah, das sind die hier unten, ne? Eben noch uns groß einen erzählen. Überlegenheit, Krieg erklären. Fertig. So, unsere Einheiten gleich in die Richtung geschickt, aber... Das machen wir dann in der nächsten Runde, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.